Liebe, Intrige, Verrat und ein Taschentuch. Die erste Opernpremiere der neuen Spielzeit im Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin ist eine der Klassiker schlechthin. Othello. Shakespeare trifft auf Verdi. Gerade in der Kontroverse, wie modern Opern sein müssen, hat Regisseurin Katharina Thoma durch zwei Zeitebenen einen spannenden Mittelweg gefunden. Die Kostüme historisch, die Bühne schlicht mit einem großen beweglichen Element im Zentrum. Dieser Aufbau erinnert an das Global Theater zu Zeiten William Shakespeares. Frei nach der Erkenntnis, je besser ein Stück, desto weniger braucht man eigentlich auf der Bühne, um es darzustellen. Das ist die eine Zeitebene. Und die andere Zeitebene ist unser Filmer, der mit seinem Handy filmt, also ein total moderner Gegenstand auf der Bühne und auch eine ganz moderne Figur, die durch dieses Stück spaziert und das als Beobachter miterlebt. Und so habe ich beide Zeitebenen im Prinzip reingebracht. Tenor Christian Jusslin agiert als Othello. Der große Flottenbefehlshaber kehrt ruhmreich nach der Schlacht zurück. Zu Hause wartet seine wunderschöne Frau Desdemona. Doch im Schatten der Liebe bildet sich Missgunst. Einer der stärksten Bösewichter, die Shakespeare je erdacht hat, bekommt in Verdis Oper noch eine intensivere Rolle. Fähnrich Iago. Dieser neidet dem farbigen General den Ruhm und spinnt ein wahres Netz aus Intrigen. Dabei schafft Iago es, Othello Freundschaft vorzuspielen und ihm zu suggerieren, dass ihm Desdemona untreu ist. Iago wird von einem Neuzugang im Schweriner Musiktheaterensemble interpretiert, Jonta Ekrim. Ein Glücksfall für Regisseurin Katharina Thoma. Ich glaube, was er mitbringt, ist eine ganz große darstellerische Intelligenz, also der sehr viele Details hinterfragt und auch dann oft nach einer Probe nochmal kommt und nochmal etwas überlegt hat und das mit mir nochmal bespricht. Und so kriegt man immer wieder einen neuen Fokus auf die Dinge, was wichtig ist auch für mich, denn ich stecke nicht nur in dieser Rolle drin, so wie er. Ich versuche den Überblick zu behalten über alle Figuren, alle Konstellationen und er gibt mir sozusagen ein Feedback aus seiner persönlichen Iago-Sicht. Und zum anderen hat er einfach eine unglaublich tolle Stimme und da kann man sich wirklich darauf freuen, ihn hier bei den Vorstellungen erleben zu dürfen. Othello war Verdis vorletzte Oper. Sie wurde 1887 an der Mailänder Scala uraufgeführt. Kaum etwas ist so stark wie die eigene Vorstellungskraft. Halbwahrheiten, Einflüsterungen, Manipulation. Ein beliebter Stoff schon im elisabethanischen Zeitalter. Oder auch Ende des 19. Jahrhunderts in Italien. Heutzutage unter dem Namen Fake News ein großes gesellschaftliches Thema. Katharina Thoma verarbeitet das in Othello mit vorproduzierten Videoaufnahmen und live gestreamten Handybildern. Sodass man zum einen Bilder schaffen kann, die aus der Imagination entstehen, die man in den Kopf kriegt, weil irgendjemand das so suggeriert und man hinterfragt vielleicht gar nicht, woher diese Suggestion kommt. Und zum anderen, weil sie einen bestimmten Blickwinkel zeigen, das ist bei dem Live-Video der Fall, sodass wir eigentlich auch sehr subjektive Wahrnehmungen bekommen. Und das ist, glaube ich, die Grundlage von Manipulation auch in den Medien oder in den Bildern, die wir täglich durch die Medien erfahren und zu sehen bekommen. Othello ist hin und her gerissen, will sichere Beweise von seinem angeblichen Freund Iago. Diese bekommt er in Form eines schlichten Taschentuches. Katharina Thoma hat schon in Göteborg, Straßburg und London inszeniert. In Schwerin hat sie nun zum ersten Mal gearbeitet. Das große Haus in Schwerin ist wunderschön, aber eigentlich nicht ganz so gigantisch groß. Dadurch ist man sehr nah an den Sängern dran, dadurch hat man einen wahnsinnig intensiven Sound, auch aus dem Orchestergraben. Ich finde das Haus akustisch sehr reizvoll. Und was wir auch noch zusätzlich in unsere Inszenierung eingebaut haben, ist die Mitbenutzung einiger Raumelemente des Theaters, sei das nun diese schön geschmückten Portale oder auch ein alter Vorhang, den wir als unseren Spielvorhang benutzen und vor dem auch Szenen stattfinden, auch wieder ein Bezug zu der Shakespeare-Zeit, wenn man so will, oder zu einer alten Zeit. Und diese Mischung eigentlich von Epochen, von Stilelementen, die macht das Arbeiten hier besonders reizvoll. Außerdem hat man hier eine wunderbare Mannschaft zur Verfügung, mit der man das Stück auf die Beine stellen kann. Also es war eine sehr schöne Arbeitserfahrung hier.
Mit Othello feiert das Mecklenburgische Staatstheater einen starken Einstand in die neue Spielzeit. Nach der Premiere am 13. Oktober ist das opulente Werk zunächst am 15. und 21. Oktober zu sehen. Weitere Termine unter www.mecklenburgisches-staatstheater.de.